Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege zum heutigen Montagsvortrag. Ich bin Andreas Kottula und arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Göttingen im Projekt zu den mittelsteinzeitlichen Bestattungen von Großfriedenwalde in Brandenburg. Ich bin seit einigen Jahren in Niedersachsen als Archäologe tätig. Im heutigen Vortrag möchte ich Ihnen die Welt der späten Jäger-Sammler und der frühen Bauern in Norddeutschland und Niedersachsen näher vorstellen. Mit der Erwärmung nach dem Ende der letzten Eiszeit ab etwa 9600 vor Christus begann die Zeit der mittelsteinzeitlichen Jäger und Sammler in Deutschland. Die Gruppen ernährten sich von Jagd, Fischfang und dem Sammeln von Pflanzen in den wald- und gewässerreichen Biotopen. Charakteristisch für diese späten Jägersammler sind kleine Spitzen, Dreiecke und Trapeze aus Feuerstein, sogenannte Mikrolithen, die für die Jagd eingesetzt wurden. In Norddeutschland und Südskandinavien kommt als Innovation später Jägersammler im 5. Jahrtausend noch die Keramik hinzu. In der Spätphase der Mittelsteinzeit ist Deutschland geteilt. Während in der Tiefebene im Norden und an der Küste noch die Gruppen der späten Jägersammler leben, werden in Süd- und Mitteldeutschland schon weite Siedlungsräume durch bäuerliche Gruppen besetzt. Die ersten Bauern Zentraleuropas waren die Menschen der sogenannten linienbandkeramischen Kultur, auf der Karte in grün dargestellt. Sie breiteten sich in der zweiten Hälfte des 6. Jahrtausends vor Christus weiträumig auch in Deutschland aus. Aus genetischen Untersuchungen wissen wir, dass es sich bei den Trägern dieser Kultur um Einwanderer aus dem Südosten von Europa handelte. Sie betrieben Ackerbau und hielten Nutztiere. Benannt wurde die linienbandkeramische Kultur nach den charakteristisch mit Linien verzierten Keramikgefäßen. Neben der Keramik sind Dechsel aus Amphibolitstein eine bedeutende Fundgruppe. Die Bauern siedelten in Weilern mit mehreren Langhäusern. In der archäologischen Überlieferung zeigen sich diese Häuser mit Pfostenreihen und typischen Gruben entlang der Außenwand der Gebäude. Die frühen Bauern waren auf ertragreiche Böden angewiesen. Ein besonders fruchtbares Substrat ist Löss, der vor allem im Vorland der Mittelgebirge in Mitteldeutschland auftritt. Eine Kartierung der frühen bäuerlichen Fundplätze in Mittel- und Norddeutschland zeigt die starke Bindung der Bauern an die Lossböden, vor allem im mitteldeutschen Raum. In Nordostdeutschland konnten sich die Bauern aber auch auf anderen fruchtbaren Substraten ansiedeln, wie vor allem in der bandkeramischen Enklave in der Uckermark in Brandenburg deutlich wird. Wenn wir uns die um 2010 bekannten bandkeramischen Fundplätze in Niedersachsen anschauen, sehen wir hier eine starke Bindung an die fruchtbaren Böden in Südniedersachsen. Das Verteilungsbild änderte sich im Jahr 2015, als erstmals ein bandkeramischer Fundplatz deutlich nördlich der Lössverbreitung bei Niedernstöcken aufgedeckt wurde. Auf der Karte ist gut zu sehen, dass sich der Fundplatz nahe der Leine auf einem fruchtbaren Flutlehmboden befindet und damit gute Voraussetzungen für die bäuerlichen Siedler aufweist. Entdeckt wurde die Fundstelle bei der Voruntersuchung zum Bau einer Lagerhalle unter der Leitung von Klaus Gerken. Aufgrund der Bedingungen einer Verursachergrabung konnte nur der direkt vom Bau betroffene Bereich dokumentiert werden. Und auch die Befunde wurden nicht in ihrer vollen Tiefe erfasst. Auf der kleinen Fläche wurden Pfostenreihen und ein Komplex aus mehreren Gruben aufgedeckt. Insgesamt konnten fast 1000 Artefakte geborgen werden. Überwiegend handelt es sich um die typische Keramik der bandkeramischen Kultur. Daneben kommen Feuerstein-Artefakte und Dechsel vor. Anhand der Verzierungen der Keramik lässt sich das Material überwiegend der sogenannten jüngeren Flomborn-Phase zuordnen, die der entwickelten Bandkeramik angehört. Aufgrund der kleinen Ausgrabungsfläche konnte kein gesicherter Hausgrundriss aufgedeckt werden. Im Anschluss an die Grabung wurde eine geophysikalische Prospektion südlich von der gegrabenen Fläche durchgeführt. Hier zeigten sich einige Signaturen, die auf Häuser und damit auf ein möglicherweise größeres Siedlungsareal der frühen Bauern hinweist. Aufgrund des Potenzials des Fundplatzes und aufgrund von Neufunden bandkeramischer Dechsel auf dem Acker nördlich der bekannten Stelle wurde im Jahr 2019 eine Geomagnetikuntersuchung durch das NLD und die Universität Göttingen durchgeführt. Die von Clemens Ludwig und Alexandra Philippi durchgeführte Maßnahme ergab einige vielversprechende Signale für mögliche steinzeitliche Gruben. Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege konnte im August 2019 eine kurze Grabungskampagne unter meiner Leitung durchgeführt werden. Dafür wurden zwei vielversprechende Flächen ausgewählt, die einmal im südlichen und einmal im nördlichen Bereich der geomagnetisch untersuchten Fläche lagen.
In dem nördlichen Teilbereich waren bei Begehung bandkeramische Dechsel gefunden worden. Die Geomagnetik zeigte ja einige ovale bis amorphe Strukturen, die als bandkeramische Gruben in Frage kamen. Die Ausgrabung konnte dies belegen. Besonders Befund 2 erwies sich als extrem fundreich, mit über 5 Kilogramm Keramikscherben sowie 3 Dechseln. Die Verzierungen auf den Scherben weisen das Material derselben Zeitstellung wie die bereits bekannten Funde zu. Mit der Grabung konnte eine Nord-Süd-Ausdehnung des bandkeramischen Siedlungsplatzes von mindestens 250 Metern verifiziert werden. Im südlichen Bereich zeigte die Geomagnetik einige große, etwa Nordwest-Südost verlaufende Strukturen. In Planung auf der Fläche waren sie allerdings nicht zu identifizieren. Erst mit der Ausgrabung in einiger Tiefe konnten die Befunde bestätigt werden. Daneben wurden auch einige Pfostengruben aufgedeckt. Und die Befunde werden insgesamt als Überreste bandkeramischer Häuser interpretiert. Insgesamt konnten die Grabungen also eine größere Fläche der bandkeramischen Siedlung bestätigen. Für Niedersachsen gibt es bisher keine genaue regionale Chronologie. Anhand der Verzierung wird das Keramikmaterial von Niedernstöcken nach bisheriger Chronologie der Bandkeramik in Deutschland typologisch etwa um 5200 v. Chr. Datiert. Bei den Grabungen 2015 wurden 4 Holzkohledaten gewonnen. Eindeutig zu altes Datum ist wahrscheinlich auf den Altholzeffekt zurückzuführen. Wenn ein Datum gut passt, erscheinen die beiden weiteren Daten als zu jung. Allerdings ist die Datierung der frühen Bandkeramik zurzeit in der Diskussion und wird von einigen Forschern nun deutlich jünger angesetzt. Dies könnten auch die Daten von Niedernstöcken reflektieren. Welche Menschen lebten im Gebiet nördlich der frühen Bauern? Auf dieser Kartierung der wichtigsten Kulturerscheinung des späten 6. bis 5. Jahrtausends sehen wir, dass gerade in Niedersachsen eine Lücke an Fundstellen der späten Jäger-Sammler herrscht. Die Region erscheint hier als nahezu leeres Gebiet zwischen 2 größeren Jäger-Sammler-Kulturkomplexen. Die Nachweise später Jäger-Sammler werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Ab dem späten 5. Jahrtausend vor Christus kommt es mit der Entstehung der sogenannten Trichterbecherkultur dann auch im Norden flächendeckend zur Einführung von Ackerbau und Viehzucht. Bis dahin leben Jäger-Sammler und Bauern parallel in ihren Siedlungsräumen. Im Ostseeraum und in Norddeutschland und Südskandinavien leben von der zweiten Hälfte des 6. Jahrtausends bis ins späte 5. Jahrtausend die Menschen der sogenannten Erdebölle-Kultur. Typische Funde dieser Kultur sind zum Beispiel Feuersteinklingen, hier zu sehen eine geschäftete Klinge mit Endretusche sowie T-förmige Geweihäxte. Ab etwa 4600 v. Chr. Stellten die Menschen der Erdebölle-Kultur auch eigene Keramik her. Gefäße mit spitzen Böden sowie ovale Schalen, sogenannte Lampen. Die Erdebölle-Kultur kann auf eine lange Forschungstradition, vor allem in Dänemark, zurückblicken und gehört zu den besterforschten steinzeitlichen Kulturen Nordeuropas. Die Menschen dieser Kultur lebten die ganze Zeit über als Jäger, Sammler, Fischer und es gibt keine Hinweise auf Ackerbau und Viehzucht. In der westlichen Tiefebene lebten ab etwa 5000 v. Chr. Bis ins frühe 4. Jahrtausend die Siedler der Swifterbandkultur. Sie stellten schon von Beginn an Keramik her, kannten allerdings nicht die Lampen, die in der Erdebölle-Kultur vorkommen. Schon in der ersten Hälfte des 5. Jahrtausends gibt es erste Nachweise von Haustieren und im späten 5. Jahrtausend kommt Ackerbau hinzu. Hier lässt sich also ein gradueller Übergang zu einer produzierenden Wirtschaftsweise beobachten. Wie sieht es nun in Niedersachsen aus? Im Zuge der Erforschung von Niedernstöcken hat Klaus Gergen die bekannten Fundplätze später Jäger-Sammler nach etwa 6500 v. Chr. Für Zentral- und Nordniedersachsen zusammengestellt. Das Bild ist lückenhaft und geprägt durch Aktivitäten einzelner Sammler. In fast allen Fällen handelt es sich um anhand von Feuersteinfunden typologisch datierte Oberflächenfundplätze. Dennoch stellt sich der Raum keineswegs als siedlungsleer heraus. Und auch im Nahbereich von Niedernstöcken lassen sich späte mittelsteinzeitliche Aktivitäten nachweisen. Besonders selten in Niedersachsen sind organische Funde, die auf Jäger-Sammler-Aktivitäten im 5. Jahrtausend genauer hinweisen können. Die für die Erdebölle-Kultur typischen T-Äxte, auf der Karte als schwarze Punkte dargestellt, finden sich in Niedersachsen nur in geringer Zahl. Eine weitere Fundgruppe, die mit späten mittelsteinzeitlichen Gruppen verbunden wird, sind durchlochte Schulterblätter. Ihre Verbreitung beschränkt sich fast ausschließlich auf den Ostseeraum. Einige Funde weisen jedoch auf einen Swifterband-Hintergrund hin und ein Fund stammt vom Fundplatz Hüde in Niedersachsen.
Aufgrund der starken Forschungstradition wurden die wichtigsten späten mittelsteinzeitlichen Fundplätze Niedersachsens früher der Ertebölle-Kultur zugeordnet. Dieses Bild hat sich gewandelt und so werden die Funde heute der Swifterbandkultur zugerechnet. Bisher sind nur wenige Swifterbandfundstellen aus Niedersachsen bekannt und die bedeutendste Fundregion ist das vermoorte Gebiet um den Dümmer See. Etwa 10 Kilometer südöstlich des Dümmersees wurde der älteste Bohlenweg der Welt aufgedeckt, der mit einer Datierung um Mitte des 5. Jahrtausends vor Christus swifterbandzeitlich ist. Mit Grabungen 2016 bis 2017 durch die Moor- und Feuchtbodenreferentin des NLD Marion Heumüller konnte mit Hunte 3 nördlich des Dümmersees eine neue Fundstelle der Swifterbandkultur mit typischer Keramik aufgedeckt werden, die in das späte 5. Jahrtausend datiert. Der bedeutendste Fundplatz der Swifterbandkultur in Niedersachsen ist Hüde 1, nördlich des Dümmersees. Bei Ausgrabungen in den 1960er Jahren konnte in dem Moorbereich umfangreiches Fundmaterial später Jägersammler mit organischer Erhaltung, darunter ein Einbaum, aufgedeckt werden. Eine umfangreiche Datensäge zeigt die Besiedlung des Platzes zwischen 5000 und 3400 vor Christus an. Ich habe hier mal die Daten der ältesten Besiedlung des Platzes dargestellt und die Datierungen zeigen umfangreiche Aktivitäten durch das gesamte 5. Jahrtausend vor Christus hindurch. Die Keramikdaten sind separat dargestellt, da die datierten organischen Reste mit so einem sogenannten Reservoir-Effekt behaftet sein können und zu alt datieren. Sie passen hier jedoch gut in das Gesamtbild der Besiedlung. Die Grabungen ergaben Zehntausende von Keramikscherben. Bei einer umfangreichen Untersuchung des Materials in den 1980er Jahren kam Ulrich Kampfmeier zu dem Schluss, dass etwa 5% des Materials der Swifterbandkultur zugeordnet werden können. Neue Untersuchungen gehen von einem weit höheren Anteil von bis zu 75% aus und weisen den Fundplatz damit zur Gänze der Swifterbandkultur zu. Neben Swifterbandgefäßen finden sich im Material auch fremde Keramik von frühen Bauern der Bischheimer Kultur. Im Laufe der langen Besiedlungszeit findet am Fundplatz eine Entwicklung zur Trichterbecher Kultur statt. Die Wirtschaftsweise der Siedler ändert sich nach heutigem Kenntnisstand jedoch nicht. Mit den Nachweisen später mittelsteinzeitlicher Besiedlung in Niedersachsen sehen wir, dass sich später Jägersammler und Bauern parallel existiert haben. Der Fundplatz hier in Stöcken zeigt auch mögliche kleinräumige expansive Bemühungen der Bauern an, die hier in Gebiete mit einer einheimischen Jägersammlerbevölkerung vordrangen. Eine Kontaktaufnahme erscheint fast unvermeidlich. Im archäologischen Kontext ist es vor allem das Fundmaterial, um solche Kontakte nachzuweisen. In den frühen bäuerlichen Siedlungen Mitteleuropas finden sich nur ganz wenige Fundstücke, die späten nomadischen Gruppen zugewiesen werden können. Es erscheint auch anhand ethnologischer Parallelen gut möglich, dass diese Gruppierungen weniger Interesse an materiellen Gütern der einheimischen Bevölkerung gehabt haben. Vielmehr müssen Rohstoffe und auch Menschen als Interessenfokus der Bauern in Betracht gezogen werden. In Kujawien in Polen zeigt sich ab Mitte des 5. Jahrtausends vor Christus ein einzigartiger Einfluss von Jägersammlern in der bäuerlichen Brzeszkujawski-Gruppe. Während Siedlungs- und Wirtschaftsweise vollständig neolithisch sind, zeigen sich im Grabbrauch deutliche Einflüsse nomadischer Traditionen. Genetische Untersuchungen konnten sogar eine bestattete Person mit nomadischen Wurzeln nachweisen. Wie sieht es auf Seiten der Jägersammler im Norden aus? Am Fundplatz Hüde und auch in anderen Fundplätzen finden sich Gefäße aus neolithischem Kontext. Es zeigt sich also ein Einfluss der Bauern, der bis an die Ostsee reicht. Noch deutlich umfangreicher sind Funde von Dechseln der Bauern, die sich weit verbreitet in der Tiefebene bis hin nach Skandinavien finden. Während es sich meist um Einzelfunde handelt, sind auch Stücke aus mittelsteinzeitlichen Siedlungen bekannt. Sie belegen ein Interesse von nomadischen Gruppen an den Objekten der Bauern. Allerdings herrscht Uneinigkeit, ob alle diese Stücke im Tiefland als Tauschobjekte von Jägersammlern angesehen werden können. Und damit können wir zurück auf den Fundplatz hier in Stöcken kommen, der ja auch Oberflächenfunde von neolithischen Dechseln ergeben hat. Im Zuge seiner Untersuchungen hat Klaus Gerken auch die bandkeramischen Dechsel in Zentralniedersachsen kartiert. Und wir können gut die starke Bindung dieser Funde an die Flussläufe sehen. An einem dieser Flussläufe wurde die bandkeramische Siedlung von Niedernstöcken aufgefunden. Solche Funde können also durchaus auch ein Anzeiger für expansive Bemühungen der frühen Bauern sein. Wie groß war der Einfluss der Bauern auf die späten Jägersammler Niedersachsen?
Dazu können wir auf die Swifterbandkultur zurückkommen, denn bei der Erforschung dieser Kultur fand über die Jahre ein Paradigmenwechsel statt. Während die niederländische Keramikware früher in ihrer Entstehung als durch die Ertebölle-Kultur beeinflusst angesehen wurde, konnten neue Untersuchungen überzeugend darlegen, dass die Swifterbandware unter dem Einfluss bäuerlicher Keramik entstand. Somit zeigen sich bäuerliche Einflüsse in der späten Mittelsteinzeit auch in Niedersachsen. Die Übernahme von Ackerbau und Viehzucht erfolgte jedoch erst deutlich später. Neue Forschungen zu dieser Übergangsphase in Niedersachsen können Sie bei dem Montagsvortrag von Alexandra Philippi erfahren, der im letzten Jahr erschienen ist. Vielen Dank.